Hallo und herzlich willkommen zu What in the... Oh Gott. Boah, ich habe echt Hunger gekriegt, als ich das angefasst habe, muss ich sagen. Das sieht jetzt gerade eklig aus, wenn ich das so zermatsche. Aber ich schwöre, ich würde niemals drauf kommen. Ich bin der Endgegner. Hallo und herzlich willkommen zu What's in the Box. Christmas Edition. Ja, okay, du. Der weiß nicht mal, was das ist. Kann ich gucken? Nein, noch nicht. Stopp! Okay. Jetzt. So. Einfach reingehen, ne? Ah. Achtung, Achtung! Das muss doch irgendwas so. Ich weiß wahrscheinlich, wie ist es irgendwas mit so einer Nussart oder Mandelnuss, irgendwie sowas? Ja, ich glaube schon. Ja. Ist nicht schlecht, oder? Mandeln ist gut, ne? Ja. Du bist echt extrem gut in dem Spiel. Ist irgendeine Süßigkeit? Ah, das ist mit Gelee innen. Boah, keine Ahnung. Ist das Knete einfach? Das sieht jetzt gerade eklig aus, wenn ich das so zermatsche. Aber ich schwöre, ich würde niemals drauf kommen. Nie, nicht mal in 1000 Jahren. Marzipankugeln. Marzipankugeln. Aber ey, ich schwöre bei Gott, ich wäre da niemals drauf gekommen, ne? Hat sich noch keiner so vorsichtig daran getastet, oder? Ist das so ein Christstollen, oder? Das ist ja Wahnsinn. Ja, klar. Ja, Christstollen. Ja. Kannst du jetzt auch essen? Boah, ich habe echt Hunger gekriegt, als ich das angefasst habe, muss ich sagen. Okay. Mhm. Das ist ein zerbrochener Schoko-Weihnachtsmann. Der noch am Kauen, das hat's verraten. Kann ich nur nix drin, ne? Ah, ist ein Tippkick-Männchen, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja. Tippkick-Männchen. Aber so schwer ist es wirklich nicht. Also. Okay. Hier wurde mir eigentlich schon ein Tick zu viel gelacht. Ist das so ein Kegel? Hä? Was ist denn kegelartig an Weihnachten? Kann man das essen? Ich weiß nicht mal selber, was das ist. Also ich hätte Kegel jetzt durchgehen lassen, muss ich sagen. Feuerzangenbowle. Ah, es ist Würfelzucker, es ist so eine Zuckerpyramide. Jetzt sehe ich das auch erstmal richtig. Ich dachte wirklich, das wäre so ein Kegel, oder? Feuerzangenbowle übrigens auch immer gut im Unikino, kann ich sagen. Das ist eklig, ne? Das ist ein bisschen. Lass mich mal kurz überlegen. Das hat so was von diesen Plätzchen, von diesen, aber. Ja, Vanillekipfer. Ja, von diesem Vanillekipfer. Aber. Aber weich. Ne? Aber weich. Ah, es könnte eine Mandarine sein. Ja, jetzt kam der Geruch hoch, ne? Nee, es könnte eine Mandarine sein. Doch. Ah. Ah, sehr gut. Ich war echt erst beim Vanillekipferl. Aber dann dachte ich mir, der kann doch nicht so weich sein. Und so glibberig. Sind das Walnussschalen? Walnüsse? Ah, da war ich doch. Stark. Ja, liebe FC-Fans, das war What's in the Box. Luca Kilian mit sehr viel Fingerspitzengefühl, kennt man sonst gar nicht von ihm. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und schaltet gern wieder ein.
eigentlich eher für das Grobe verantwortlich.